Willkommen im Bergbaumuseum in Altenberg. Hier wurde mal historisch Zinn abgebaut und ich bin gerade im richtigen Moment jetzt gekommen, um an der Führung im Stollen teilzunehmen. Und hier draußen die hübschen kleinen Loks und Waggons sehen wir uns nachher an. Auch im Museum schaue ich mich nachher um. Jetzt geht's erstmal rein. Ich habe keine Ahnung, ob ich drinnen was filmen kann, ob man was sieht. Wir werden es sehen. In Ordnung. Rauchen verboten. Eingang. Also rein. Hi, wir sind wieder draußen. Ja, ich vergesse immer, wie kühl das da drin ist. In so einem Schacht. 8 Grad sind nicht viel und wenn man da so bei 8 Grad Celsius eine Stunde rumläuft, danach fühlen sich zumindest meine Füße etwas klamm an. Ja. Das wäre doch jetzt was Nettes für meine Modellbahnanlage. Also in entsprechender Schrumpfung. Das wäre dann nur höchstens was im Original für einen ganz großen Garten, für eine Gartenbahn. Ja. Ich gehe mal ein Stück weg, dass man mal das ganze Fahrzeug drauf hat. Oh, und die Kipploren haben wir hier drüben auch einen ganzen Zug von. Aber bevor wir da zurückgehen, können wir hier noch mal gucken. Hübsch, was die hier an Technik zu stehen haben. Und der nette Herr, der uns eben ins Bergwerk rein begleitet hat, hat uns auch erzählt, dass wenn man so eine Kipplore vollständig füllt und ihr seht, die sind nicht ganz klein, bekommt man am Ende einen etwa 6x6x6 cm großen Zinnwürfel raus. Na, da kommt doch Begeisterung auf. Wenn ich mir vorstelle, das Ganze rauspicken zu müssen aus den Wänden in Millimeterarbeit und am Ende hast du ein kleines Zinnwürfelchen. Nun ja, das ist dann mehr Aufwand, als es wert ist. Aber er hat auch gesagt, hier ist wohl noch ziemlich viel zu holen. Ziemlich viel Gestein und es sind wohl noch mehrere Tonnen Zinn, die man hier rausholen könnte. Wenn also der Zinnpreis steigt oder wir nicht mehr aus aller Herren Länder sowas billig importieren können, dann würde es sich lohnen, hier wieder den Bergbau zu aktivieren. Ja, schade, mitfahren mit den ganzen Wagen kann man nicht. Also die sind wirklich hier nur noch für Deko. Und auch im Bergwerk war jetzt nichts mehr an heiler Strecke, aber es soll wohl im alten Stollen, also ganz unten, das hier ist nur der Erkundungsstollen gewesen, aber in denen, wo wirklich abgebaut wurde, sollen wohl noch Originalschienen und alles original liegen. Und theoretisch, wie gesagt, kann man es reaktivieren. Ist momentan finanziell nicht möglich, nicht nötig. Aber sag niemals nie. Ja, damit verabschiede ich mich dann von euch. Hier aus dem Bergwerksmuseum. Glück auf!